Guti, willkommen zurück zu Let's Play Railway Empire. Wir sind wieder da und haben jetzt Mai 1901, haben gerade mal 1,5 Jahre verbraucht und sollten die Aufgaben eigentlich in 4 bis 5 Jahren erst fertig machen. Also ist alles soweit gut. Rosario wächst, das freut mich. Unser Kapital wird auch immer größer. Ich werde versuchen, unter der Million zu bleiben, damit wir dann wenigstens Santiago schnell verbinden können. Und bauen erstmal einen Bahnhof hin, ne? Werden wir den denn mit Rosario verbinden? Nee, den sollen wir direkt mit Buenos Aires fertig machen. Rosario wächst und das freut mich sehr, dass diese Städte endlich mal größer werden, um noch mehr Leute zu transportieren. Eventuell können wir dann hier tatsächlich noch eine Ausweichstrecke fertig machen, damit die Leute von Montevideo nach Rosario fahren. Jetzt machen wir erstmal Buenos Aires größer. Das bedeutet, es gibt einen Bahnhof für Fisch. Den stellen wir hier unten hin. Was ist das? Brauche ich das? Nein, doch. Das ist Kakao. Aber Kakao wird erst später benötigt. Kommt immer darauf an, ob es dann eine Produktion für Kakao gibt oder nicht. Nein, Kakao wollen die so oder so. Eventuell können wir dort einen großen Bahnhof... Nein, können wir nicht. Gut, dann hat sich das erledigt. Dann reicht ein kleiner. So, Buenos Aires wird einen größeren Bahnhof bekommen. Für 100.000, das gebe ich gerne aus, dafür, dass die endlich größer werden. Die werden dann auch Mais von mir bekommen. So nett bin ich. Wir gehen einfach mal hier mit rüber. Ist günstiger, weil die Brücke schon steht. 98.000. Dafür haben wir jetzt eine Strecke zum Fisch. Fisch kommt frisch auf den Tisch. Und dann gibt es auch Zucker. Rinder nicht unbedingt. Ihr könntet noch Mais gebrauchen. Mais und das Fleisch von Rosario. Da werde ich auch noch einen neuen Bahnhof hier mit hinstellen, damit wir das dann gleich rüber transportieren können. Ihr werdet noch eine Ausweichstrecke für die Rinder bekommen, damit ihr noch mehr Rinder kriegt. Und die Berkey wird auch bald ausgewechselt. Alle Landbetriebe bekommen dann eine andere Lokomotive. So. Das gefällt mir. Rosario wird immer größer. Oh, wie schön. Ich freue mich. Ihr glaubt das gar nicht. So langsam geht's aufwärts und wenn wir noch mehr Leute hin und her transportieren können, dann wird das sogar noch besser. Ganz viele Leute schreiben jetzt Briefe an Rosario, weil in Rosario sehr viele Leute arbeiten. Da kommt das Bier. Da kommt der Mais. Das freut mich. Das freut mich sehr. Hier sind nicht ganz so viele Leute unterwegs von einem Ort zum anderen. Fisch ist da. Aber sehr viele Briefe gehen wieder rüber nach Rosario. Du hast eine Panne wegen niedrigem Zustand. Das ist auch nichts Neues. Jetzt brauchen wir erstmal weitere Lokomotiven. Wir lassen eine weitere Berkey von hier nach da fahren. So, Fisch ist unterwegs. Versorgungsturm kommt auch dazu. Später werden wir dann hier auch eine Reparaturstation mit hinsetzen, damit dann auch die Bahnen von hier unten und von da alles versorgen können. Oder versorgt werden können, so rum. Dann müssen wir hier noch einen weiteren Zug in die Wege leiten, damit wir noch mehr Rinder hinbekommen. Denn Fleisch, ja, ist zwar noch genügend da, Rinder auch, aber das wird nicht lange so bleiben. Wenn wir erstmal in Buenos Aires dafür sorgen, dass Fleisch hinkommen soll. Fleisch ist zwar da, ist aber noch zu wenig. Die werden bald eine Bedarfsdeckung, eine höhere haben und dann werden sie wachsen. Bauen schon mal einen kleinen Bahnhof mit hin. So ist gut. Panne, niedriger Zustand. Den Bahnhof, das ist übrigens sehr schön, dass wir den gebaut haben, können wir gleich nutzen, um dann auch nach Santiago zu kommen. Da müssen wir bloß einmal ausbauen für 60.000, das geht. Den Bahnhof müssen wir noch ausbauen. Und dann können wir Bier sowohl von Montevideo als auch von Buenos Aires immer schön nach Rosario schippern, das ist gut. Dann haben die doppelte Abdeckung. So, Bahnhof ausbauen. 59.000 sind noch übrig. Dann werden wir jetzt diese Linie hier rüberziehen nach Buenos Aires. Nutzen dann dies hier. Dann ist nämlich auch gleich der Versorgungsturm mit dran. 67.000. Ja, das geht. Könnten wir sogar noch günstiger machen. 66.000. Wunderbar. Als nächstes kommt eine weitere Berkey
von hier nach da. Nur mit Fracht. So, dann kommt das Fleisch nämlich in ausreichenden Massen rüber nach Buenos Aires. Der Fisch ist auch schon da. Mais brauchen wir noch. Mais müssen wir von oben bringen, weil es hier in der Nähe überhaupt kein Mais gibt. Das heißt, diese Maisfarm muss noch weiter ausgebaut werden, um dann hier ranzukommen. Ein Gleis ist ja noch übrig für Mais, das passt. Eine weitere Burg. Bringt bitte Rinder von hier nach da. So, dann wird noch mehr Fleisch produziert. Buenos Aires wächst. Du wartest auf den Zug. Oh, ich habe vergessen, Ausweichsignale zu setzen. Du fährst auf der anderen Strecke. Oh, sorry. Mein Fehler. So rum und so rum. Gut, jetzt könnt ihr hin und her fahren. Viel Spaß. So, als nächstes den Bahnhof ausbauen, Mais runterbringen nach Buenos Aires und dann sind die auch zufrieden. Dann haben die alles außer Holz, das geht. Dann brauchen die nur noch Zucker, dann werden die größer. Dann werden wir als nächstes die Strecke nach Montevideo fertig machen, um auch hier die Passagiere hin und her zu bringen. Den Bahnhof können wir jetzt schon mal ausbauen. Die Maisfarm ist schon mal größer. Oh, und wir haben eine neue Anschlussprämie, diesmal für Rinder. Das ist gut, das eignet sich wunderbar. Weil ich nämlich nicht viel Geld aufwenden muss. Und dafür sehr viel Geld bekomme. So, 212.000. Damit können wir jetzt nämlich die Strecke runterziehen. Vom Mais nach Buenos Aires. Ja, einzige Möglichkeit. Aber dafür müssen wir es günstiger machen. So, kostet nur noch 159.000. Das klemmen wir so mit ran. Wo hast du deinen Versorgungsturm? Das wüsste ich jetzt mal gerne. Da, bis dahin muss ich gehen. Okay. Das kriege ich hin. So, und dann fährt er dort rüber. 120.000, das gebe ich doch liebend gerne aus. Dafür haben wir jetzt ordentlich Versorgung in allen Städten. Berkey fährt los. Vom Mais nach da. So, dann könnt ihr auch Bier produzieren. Alles ist toll. Und dann haben wir noch Cordoba. Oben ist eine Panne mit niedrigem Zustand. Das kann passieren. So, die Städte werden größer. Jetzt brauchen wir eine letzte Verbindung und die kann ich nicht mehr setzen. Da muss ich mir noch irgendwas anderes überlegen. Von hier aus rüber nach Montevideo. Das heißt, den Bahnhof erstmal ausbauen. Eventuell schließen wir das noch hiermit an. An den Bahnhof müssen bloß dann einmal so rüber und dann hier hinten rangehen. Na, es wird alles ziemlich teuer, egal wie ich mir das jetzt überlege. Aber wir hätten eine Direktverbindung. Und gerade diese Städte hier sollten alle miteinander verbunden sein, damit immer schön viele Leute hin und her fahren und uns unseren Gewinn sichern. Wir dürfen übrigens wieder forschen. Was erforschen wir denn als nächstes? Ich glaube erstmal die Mikado, obwohl es hier auch noch eine erhöhte Transportvergütung gibt, mit elektrischer Beleuchtung um 8%. Was haben wir hier jetzt noch Schönes? Erhöht den Profit durch transportierte Post. Das ist auch nicht schlecht. Nehme ich auch mit rein. So, dann kriegen wir noch mehr Geld. Durch Briefe. Ich bin am Überlegen, den Mais dann doch lieber an diesen Bahnhof hier anzuschließen. Dafür müssten wir den weiter ausbauen. Die Schienen hier einmal umsetzen. Für 8.000. Reißen diese Schienen wieder ab.
setzen dann eine Verbindung so rüber. Aber nicht für 104.000, das könnt ihr vergessen. So ist gut, für 53.000 sieht das schon besser aus. Dann reißen wir das hier ab, sagen dem Zug, dass er nicht mehr vom Clark Landgut zu Buenos Aires 1 soll, sondern zu Buenos Aires 2. So, dann sagen wir euch, dass wir diese nächste Linie nutzen wollen. Und ziehen das aber bis hier vorne. Einmal rüber und daran 101.000. So, dann haben wir auch eine Direktverbindung von Montevideo nach Buenos Aires. Brauchen nur noch einen Versorgungsturm und eine weitere Berkey. Eine Berk von hier nach da mit Passagieren und Post. Ein Versorgungsturm. Natürlich schade, dass der da steht. Hier hätte er dann besser gepasst. Aber was soll's. Ich bin erstmal zufrieden, dass es überhaupt so weit kommt. So, mit dem nächsten Geld können wir jetzt schon mal Zucker hochholen nach Buenos Aires. Ich bin am Überlegen, die restlichen Waren jetzt über ein Warendepot einzuführen. Kommt natürlich immer darauf an, was die haben sollen, wollen, wie auch immer. Den Mais haben wir da. Mais muss jetzt langsamer größer werden. Die werden bald auf Stufe 3 aufwachsen, wenn das so weitergeht. Ihr werdet jetzt erstmal eine Reparaturstation bekommen. Präsident McKinley angeschossen. Oh nein! Der Arme. So, Reparaturstation steht, dann können die vom Fisch repariert werden, es können die von Bahia Blanca repariert werden und auch die vom Mais und die von Montevideo. Also vier Schienen sind damit auf jeden Fall erstmal sicher, da kann nicht viel passieren. Dann schließen wir jetzt als nächstes Santiago an. Müssen aber vorher diesen Bahnhof ausbauen. So, okay. Vorbereitung ist schon mal getroffen für Santiago. Das gefällt mir sehr gut. Es läuft wunderbar. Wir bekommen jede Menge Geld rein. Könnten sogar noch die transportierte Post weiter erhöhen, um noch mehr Geld zu bekommen. Haben wir fast 20-30% mehr mit all den Aufstufungen, die wir bisher vorgenommen haben. So, dann bauen wir hier den Bahnhof mit hin. Frage ist wie? Am besten so. Okay. Und dann müssen wir uns eine Stelle suchen, die relativ niedrig ist, um dann hier rüber zu kommen. Ansonsten wird es ziemlich teuer. Eine Direktverbindung nach Santiago wird echt teuer. Santiago wächst. Die haben ziemlich viel bekommen, woher auch immer. Aber nicht von mir. Was ist das? Lama-Wolle. Ach Gott, wie süß. So, wie machen wir das am besten? Ich werde ja das untere Gleis dann auch nehmen. Dann durch die Anden spazieren und wäre hier auf der anderen Seite. Das ist sogar noch relativ günstig. Ja.
Also 97.000. Nö, das ist günstig. Diese Strecke werde ich nehmen. Jetzt warte ich bloß darauf, dass das Geld kommt. Und dann bauen wir das Ding fertig. So, dann steht das soweit schon mal. Dann müssen wir das Ganze nur noch einmal rüberziehen bis nach Buenos Aires. Gott sei Dank, die Stadt wird größer. Wir könnten noch einen weiteren Kredit aufnehmen. Wir kriegen jetzt einen über 600.000. Aber damit warte ich noch. Ich will das jetzt nicht so schnell fertig machen. Montevideo wächst wieder. Und sie können jetzt sogar eine eigene Produktion, eine neue Produktion haben. Frage ist, woraus? Es gibt ja, wenn dann nur Kautschuk. Damit könnt ihr nicht so viel anfangen. Was gibt's denn an Produktionen? Ihr macht aus Lamawolle eine Schneiderei. Aus Kautschuk würde dann Gummi wahrscheinlich hergestellt werden. Es gibt später noch Raffinerien. Ein Papierwerk. Oh, ist jetzt alles nichts Dolles. Also da müsst ihr euch selber entscheiden, was ihr haben wollt. Hier gibt's nicht so viele Betriebe in der Nähe, die dafür helfen könnten. Oder beitragen, dass ihr größer werdet. Ja, müssen wir erstmal den teuren Weg nehmen. So, dann zeig mal. Bis nach da müssen wir. Das heißt, wir gehen hier erstmal an den Strand, gehen rüber, an der Maisfarm vorbei. Das alles für 160.000. 169.000, 166.000. So, dann ist die Strecke schon mal länger und nicht mehr so weit bis nach Buenos Aires. Jetzt geht es ja relativ gerade. Jetzt müssen wir uns ja nicht mehr darum kümmern, dass wir hier irgendwelche Berge überqueren. Aber es war nun mal der günstigste Weg jetzt gerade. Wir müssen ja auch gucken, wo wir mit unserem Geld bleiben, sonst haben wir echt Probleme. So, du gehst nach Buenos Aires. 400.000, ja, ist ja nix. Ist ja. Habe ich ja in meiner kleinen Hosentasche. 200.000, 237.000. ...192.000... ...188.000, das wollen wir mal ein bisschen enger ziehen. 183.000. Wenn das jetzt der letzte Rest ist, dann gebe ich das gerne aus. Dafür hätten wir unsere Komplettverbindung oder unsere Direktverbindung nach Buenos Aires.